Richtung Nordosten, 27 Minuten. 14.59 Uhr, 16.59 Uhr, das heißt 16.30 Uhr sind wir da. Vielleicht können wir da irgendwo vorher was schnappen, so ein bisschen was essen und dann gehen wir mal in diesen verlassenen Campingplatz und dann gucken wir uns die Geschichte dann mal an. Das werden wir jetzt. Hallo Freunde des Gepflegten, das will ich begrüße euch zu einem neuen Abenteuer hier in Belgien. Mann, ich bin hier in so einem ganz kleinen Städtchen hier. Belgien, Grenze Deutschland, Deutschland, Grenze Belgien, Grenzland, Grenzgebiet. Harry hat einen schönen Parkplatz gefunden und hier direkt vor mir ist ein richtig, richtig großer, mega verlassener Campingplatz, wo noch echt richtig viele viele Sachen draufstehen und wo auch noch Sachen drin sind. Hier fängt es schon an. Hier war dieses Häuschen hier, wo du dich anmelden musstest. Verhandelten im Brandfall. Krass, Leute, ich kann von hier aus schon sehen. Da. Hier stehen einfach Wohnwagen. War mit der Schrocken, ne? Ey, das ist schon ein bisschen spooky hier auf jeden Fall, ey. Da läuft auf jeden Fall Wasser. Wie krass ist das denn? Warme Getränke. Speisekarte hier von dem Bistro hier. Diese Gaspullen stehen da. Hat das hier mit dem Wasser, das ist. Jetzt guckt euch das mal an hier. Das ganze Ding sich zusammenbricht. Boah, was stinkt schimmelig hier, aber guck mal da. Alter. Da gehen die rein, das stinkt so nach Schimmel da drin. Boah. Eieiei. Boah, ich. Clever Mensch, hätte ja auch mal eine Taschenlampe mitnehmen können. Aber mal ganz nett. Da. Oh. Wohnwagen mit Anbau. Und hier, guck mal, wie schön hier. Unter der großen Tanne hier. Oh.
mal, wie so ein amerikanisches Wohnmobil hier. Wie so ein, ja, ein richtig fettes Mobilheim. Oh, komplett leer. Mal ganz im Ernst, was ist hier passiert, Freunde? Nicht so richtige Wege, Parzellen, überall alles. Und das war mal richtig schön gemacht hier. Guck mal hier mit den schönen Eingängen hier. Kinderspielplatz. Das war auch mal ein kleiner Wohnwagen hier. Völlig hier. Eine Apokalypse hier. Kaputt hauen. Ach man, wer kennt sie noch? Die alten Telefonzellen. Irgendwo sind die Leute da unten. Bin ich auf jeden Fall nicht alleine hier. Naja, vielleicht treffe ich jemanden und der kann mir sagen, was hier passiert ist. Also das ist echt schon Wahnsinn, ne? Guck mal hier. Hier haben sie noch so ein neues Haus hingesetzt, so ein Rohbau. Ah, die Sonne, die knallt so sehr. Ein Häuschen hier. Privatgrundstück. So richtig schöne kleine Wochenendhäuschen hier. Aber der ist doch krank. Hier. Das ist schon ein bisschen spooky hier. Ganz im Ernst, wenn ihr hier so allein, ist überall der Wind, ne? Hier am Rauschen. Private Area. Der Wind ist am Rauschen, da ist am Klang. Hier, da hinter mir, da unten, da ist auch noch alles voll. Hier ist auch wieder so eine Hütte. Ist. Die Buden sind voll. Ich will da nicht reingehen. Das ist so stinkig und verschmockt da drin alles. Ey. So, Freunde, ich muss jetzt hier umstellen aufs Handy, weil Handy hat zwar auch nur noch 20% Akku, aber ich will hoffen, dass ich damit hier auskomme. Kamera ist leer, alle drei Akkus verballert, vergessen aufzuladen, ne, wie das so ist.
Weißt du Bescheid? Spaß haben sie auf jeden Fall hier noch. Vielleicht Jugendliche oder was, die sich ein Feuerchen gemacht haben. Da war die Sitzgruppe, der stille Kreis. Alter, da hinten auch noch. Ich werd irre. Hier waren auch Stellplätze. Siehst du da hinten? Irgendwo spricht hier jemand. Ich bin jetzt nicht alleine. Aber da sieht auch noch los. Das sieht auch noch relativ gut aus hier, der Wohnwagen. Alles so kleine Parzellen hier. Ne? Da ist Strom dann drauf. Hier war, glaube ich, ein Garten. Ja, wie so ein Gemüsegarten oder so. Ach, hier ist das. Das Vorzelt, wie auch immer. Handy aus, sie ausgeschaltet, zu heiß. Bitte schalten Sie das Handy aus, bis es wieder kalt ist, dann können Sie weiter feiern, hier weiterfilmen. Entschuldigung, sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Ja. Dieser Camping. Oh ja, sag mal. Oh, du, ich schätze können. Dieser Campingplatz hier. Ja, Nina, komm ja. Warum ist das so? Das ist so verlassen so, und alle Campingwagen stehen noch da. Hat jemand den aufgekauft? Ja. Hat dann Auflagen gekriegt, hat die nicht erfüllt, ja. Hat sich verstritten. Ach. Und kriegt jetzt Auflagen und lässt das brach liegen. Ach du ja. Dann haben die Leute auffordert, nicht die Wohnwagen wegzuräumen. Ja. Haben sie nicht gemacht danach? Nee, die hatten eine Option und wie ganz wenig Geld oder Wohnwagen haben sich für also. Geld entschieden und jetzt verrottet das hier. Ach Mensch. Ja, jetzt kommt ja halt ein Campingplatzbesitzer am anderen, wie dort was ist, aber ja, die Baustelle. Ja, das ist natürlich, ist natürlich krass. Ne? Ja. Oh, ich bin da gerade mal so durchgelaufen, habe mal geguckt. Also, das ist ja. Boah. Aber ganz hinten ist eine Hütte, die ist, glaube ich, in Benutzung, ne? Ja, wir haben hier ganz hinten das Haus. Ja. Das hat nichts mit dem Camping zu tun. Ah, okay. Und quasi oben. Da oben ist auch. Das hat auch nichts mit dem Camping zu tun. Ah, wollte schon sagen. Ja. Kann die Auflagen nicht erfüllen und. Ja, jetzt liegt das Ding in hier brach. Krass. Tja. Das sieht alles sehr schön aus, Freunde. Ich habe den Harry da drüben geparkt. Jetzt guck mal hier. Da bin ich gerade hier vorbeigefahren. Da musste ich musste nochmal umdrehen. Alter, wie cool sieht das denn aus? Guck mal hier, so ein Zaun aus Altmetall. Da so ein Axt, ein Schraubenschlüssel da dran. Aber die sind da alte, nee, ich habe wenn alte Scheiben mich auf alte vier so Federn. Da ist so ein ganz alter Flug. Was sind das für tolle Sachen, sag mal. Das ist bestimmt irgendwie so ein, ja, ein Künstler. Mega. Ein Grabstein, aus altem Schrott. Aus altem Schrott hat es ist Kunst. Aber was für tolle Sachen da gemacht. Guck mal hier, einen alten Tacker da dran geschweißt und Alter, wie krass ist das denn? Hier ist also kein Tor und ich gehe mal einfach hier rein, weil das ist. Mal da. Maria Sibylla Merian. Bedeutende Malerin und Naturforscherin. Alter, wie toll ist das denn? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mich hier auf dem Gelände hier bewegen darf. Wow. Naja, weiter will ich nicht da reingehen, das ist privat, da ist auch da so ein Gärtchen da und so alles und
das macht man dann auch nicht. Das möchte ich nicht. Aber das Auto, das will ich euch noch zeigen. Jetzt guckt ihr das Auto an. Ich weiß nicht, ist das ein alter Triumph oder was? Ich weiß es nicht. Wow, ich bin sowas von geflasht von der Geschichte hier. Also ganz, ganz tolle Sache, muss ich sagen. Ja, Freunde, die Fahrt ist noch nicht zu Ende. Ich habe mich dazu entschlossen, ich werde jetzt zurückfahren, weil ich habe hier in der Ecke nichts mehr wirklich anderes bläst. Ich wollte eigentlich nur Overnight machen. Aber es geht weiter, Freunde. Wer weiß, wann das alles noch kommt. Bleibt dabei. So hinter Monschau irgendwie so, ne? Da stand da gar ein Schild hier. Das ist ja so Grenze Belgien alles hier. Da stand da ein Schild, original belgische dicke Fritten. Boah, ich den Blinker raus, gerade noch die Kurve gekriegt. Der ist hier oben am Blinken, ne? Der Harry schnell hier hingestellt. Da steht der Harry da am Parken hier. Da. Ich dahin. Und ich guck da. Schau mal, das ist ein Aha. Guten Tag. Ich sag, schönen Tag. Da haben sie auch Pommes. Nein, nichts habe Fritte, na. Nur chinesisch Hähnchenfleisch, na. Was kannst du heißen? Hähnchenfleisch haben, ne? Ich sage, ne, mit der Fritte, na. Da habe ich nichts. Gut, und dann geht's wieder. Sus. Atei. Was ist denn los, ne? Ja, hier jetzt. Gibt es eine Buttermilch, einen Käsekuchen-Snack und einen Knoppersriegel. Freunde, macht euch keine Sorgen um mich, das ist nur was für zwischendurch. Ja. So, jetzt gibt es noch den Knoppers hier und dann gibt es gleich was Richtiges zu essen. Freunde, ich melde mich dann wieder. Hoffentlich drückt die Daumen, dass ich unterwegs noch etwas Spannendes finde. Knoppers hier. Knoppersriegel habe ich auch noch nie gegessen. Wieder was Neues jetzt hier. Klebt an die Zähne. Keine Werbung, keine Produktplatzierung für die ganze Sache hier. Aber der Knoppersriegel ist lecker. Regt euch ruhig auf. Ich schreibe mir voll im Mund, das werde ich auch in 70 Jahren noch machen. Bis gleich. Freunde, ich habe doch gesagt, es ist noch nicht vorbei. Wie krass ist das denn? So ein alter Gelenkbus hier. Aber weiß ich nicht, von Anno Tobi Tobak. Steht hier mal eben so am Wegesrand. Ich glaube, der sollte mal fertig gemacht werden oder so. Ich gehe jetzt einfach mal hier so rumgucken. Ich mache ja nichts Böses. Ja. Die Türe geht leider nicht auf. Schade, aber auch. Guck mal, wie lang dieses Teil ist. Das wäre eigentlich das richtige Wohnmobil. Ey. Alter, Halleluja. Ey. Ich glaube, das hat sich auch jemand gedacht und wollte da ein Wohnmobil rausmachen oder so. Guck mal. Oh, das hat eine schöne Dinge, ey. Da kann er der alte Bock mal da drin das sehen. Der silberne Schaltknauf da, der große. Da ist sogar ein Monitor da dran. Ich weiß überhaupt nicht, kann man da ein bisschen was erkennen. Guck dir das an. Da wollte bestimmt sich jemanden so ein, ja. Ach, da kannst du so Klappen aufmachen. Ob das hier so diskotechnisch oder? Ja. Hatten sie bestimmt vor, weil hier ist auch so eine Restaurant-Café Schwingsborn. Schönes Gärtchen da. Hier war dann auch so. Dann ist, ja, ich bin ein bisschen durch. Bin auf dem Heimweg, aber ich finde immer wieder irgendwie was. Das ist krass. Freunde, bald haben wir es geschafft. Der kurze Snack, der hat uns nochmal Auftrieb gegeben und jetzt
Ausfahrt 25 kurz Breitscheid nehmen, dann an der Gabelung links halten. Wenn du das sagst, dann mache ich das. So heißt die Pommes auch. Und ja, jetzt bin ich hier bei Lara Döner. Keine Werbung, keine Publikation, aber die macht einfach gigantisch geil leckeren Döner. Ohne Soße, nur Fleisch mit Gurke, Tomate, Pommes. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, Freunde, lasst es euch gut gehen, bleibt sauber, gerade und gesund. Und ich würde sagen, abonniert den Kanal. Lasst ein Like da, Kommentare ohne Ende. Und wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Oder wann? Hier ist rein. Haut rein.